Hallöchen, hier ist wieder euer Damien. Und zwar habe ich mir heute gedacht, so ein Special zu machen, so eine Art Commentary. Und zwar Thema des heutigen Die Commentary unterschiedlichen Datensätze, die in diesem ist Zusammenhang das festgestellt Thema wurden. Fortpflanzung der Wolken. Ja, ihr habt richtig gehört, die Fortpflanzung der Wolken. Und zwar, was meine ich damit? So, ja, das wollte ich euch mal so ein bisschen näher erklären. Und zwar folgendes: Bei den Wolken ist es so wie bei fast allen anderen geschlechtsfähigen Tieren oder Lebewesen. Und ja, wie geht das dabei vonstatten? So, wenn zwei Wolken sich nähern, oder die eine weibliche Wolke sie, eine andere männliche Wolke attraktiv findet, dann driften die dann irgendwann aufeinander zu. So, ja, natürlich ist die männliche Wolke mit positiv geladenen Elektronen und die weibliche mit negativ geladenen Elektronen gefüllt. Wie fast jeder weibliches Wesen negative Dinge hat. Ja, nein. Und ja, wenn die eine männliche Wolke die andere weibliche Wolke attraktiv finde und auch andersrum, dann driften die, wie gesagt, aufeinander zu. Und bei diesem Näherkommen, ja, checken sie sich gegenseitig aus, um zu gucken, ja, ist das jetzt ein Partner für mich oder kann ich mit dem eine Verbindung eingehen? Und ja, wenn das dann der Fall sein sollte, kommt die Wolken, die weibliche Wolke und die männliche Wolke sich Analysiert und natürlich festgestellt. immer näher. Und ich mache mir den Sound ein bisschen leiser. Nein. Einstellung. Einstellung. Ja, und ja, driften sie halt immer näher. Und irgendwann treffen die zwei Körper aufeinander, vereinen sich in dem Spiel der Lust. Na, okay, wenn sie dann doch nicht kurz davor sehen, oh Scheiße, nee, das ist doch nichts für mich, dann driften sie aneinander vorbei. Und ja, falls das dann aber doch nicht der Fall sein sollte und die Wolken sich total anziehend finden und sagen so, oh, die Wolke sieht so geil aus, mit der will ich mein erstes Mal haben. Dann ja, dann sagen sie sich, na hey, klar, mit dem will ich jetzt schon mal einen durchmachen. Und dann verbinden sich männliche und weibliche Wolke, die männliche und weibliche Wolke mit positiv und negativ geladenen Ionen. Und die lassen es dann erstmal so vor ein paar Minuten, Sekunden krachen. Ja, sie, je nach Lage des Spaßes, die Wolken dabei haben. Und es wird natürlich auch wie bei lebenden Lebewesen, ja, was sollten sie auch anders tun, als zu leben. Ja, tauschen die natürlich Elektronen und positive und negative Elektronen aus, wie bei den Menschen Körperflüssigkeiten. So, und wenn das Spiel vorbei ist, dann sieht man ja, könnt ihr auch selber, könnt ihr selber mal auch rausgehen und da mal Wolken beobachten, dann seht ihr, dass wenn sowas passiert ist, dass eine Wolke auf die andere zugedriftet ist und die sich ein bisschen da vermengt haben und dann irgendwann so ein kleineres Wölkchen plötzlich aus dem Wolkenknäuel rauskommt, das ist dann ein Mann. Total ausgelaugt, geht er da raus und verpisst sich, so in einer Art, weißt du, so, oh, ich hab jetzt so, hat meinen Spaß, ich gehe jetzt mal weg und lad mich wieder auf. Und ja, in den meisten Fällen passiert dann meistens gar nichts. Aber wenn die positiven und negativen Elektronen, die die Frau aufgenommen, die weibliche Wolke aufgenommen hat, kommunizieren, also sich verbinden und alles, dann kann es passieren, dass die weibliche Wolke größer wird und dicker.
und sozusagen ein Ofen in der Röhre hat. Ach ne, ein Ofen in der Röhre? Natürlich, ein Ofen in der Röhre. Wer hat denn keinen Ofen in der Röhre? Hallo? Pff. Nein, ich meine natürlich ein Braten in der Röhre. Wobei das kein Braten ist, sondern andere Wölkchen. Und ja, und ihr merkt sie das dann auch, sie werden dann immer größer und immer dunkler. Das ist wie bei der Frau, die dann irgendwann so genervt ist und so gereizt in der Schwangerschaft, dass sie dann, weiß nicht, unerstehlich wird. In den meisten Fällen. Muss nicht immer sein, aber ist ja egal. Und auf jeden Fall, ja, das dauert nicht, das dauert jetzt zwar nicht 9 Monate, das kann auch ein paar Wochen dauern, kann aber auch schon ein, 2 Tage danach sein, dass sie dann so richtig schön dunkel ist und richtig zickig, dass da Blitze aus ihren, weiß nicht, keine Ahnung, wo Augen sind. Und ja, und dann, wenn das sowas passieren sollte und sie wirklich extrem geladen ist, die weibliche Wolke, dass dann bei ihr die Fruchtblase platzt. Und das ist aber dann bei uns, so kennen wir es, so werden die aufgezogen, ist das dann Regen, in Anführungsstrichen Regen. Das ist kein Fruchtwasser oder so. Na, da. Wir verpissen uns natürlich da drin und haben keinen Bock draußen zu sein und uns von diesem Fruchtwasser beplätschern zu lassen. Wir gehen rein und warten einfach ab, bis sie das da hinter sich gebracht hat. Ja, und das kriegt dann meistens auch übelst viele Leute eigentlich mit. Also dann rappelt's und Blitz im Karton und so. Ja, bis das alles überstanden ist, dann wird's wieder ruhig und friedlich und ja. Das ist alles okay, dass das dann riecht so nach Anführungsstrichen Regen und alles Mögliche. Und da ist alles geschafft. Wenn der Regen aufhört, Fruchtblase, Wasser ist aus der Wolke geplätschert. Und ja, und dann, wenn dann die Sonne vielleicht aufgeht oder die Sonne wieder rauskommt, dann sieht man am Himmel, dann hat sich natürlich die weibliche Wolke irgendwohin verpisst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und um sich wieder zu erholen. Und man sieht an dem Himmel, an dem blauen Himmel, plötzlich ganz viele kleine Wölkchen. Und diese kleinen Wölkchen sind das Ergebnis dieser Zusammentriften und dieses Wollknäuelspiel einer männlichen und weiblichen Wolke. Leute, das wollte ich jetzt mal so gesagt haben, erklärt haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also es ist für mich ein ernstes Thema. Also seid nicht pervers und guckt, wenn es regnet, Anführungsstriche regnet oder blitzt in den Himmel, weil Frauen, euch ist das gesagt zum Beispiel, euch wird es auch nerven, wenn Millionen von Menschen euch da unten drauf gucken, wenn ihr gerade gebärt. Das ist total. Das wollt ihr bestimmt nicht. Wer will das schon? Männer ist das auch unangenehm, wenn sie irgendwo in der Dusche sind und jeder Schwanz auf seinen Schwanz guckt. Leute, also lasst den Wolken ihre Privatsphäre, ne? Also ihr möchtet das natürlich auch nicht. Und ja, das Thema wollte ich mal angesprochen haben, kommentiert haben und aufgenommen haben. Und ja, damit war es das schon wieder von mir. Beim nächsten Mal, wenn ich wieder sowas mache, denke ich mal, geht das um die Bäume. Geheimer Feind oder gute Freunde, also dieses Thema dürft ihr nicht verpassen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch gut aufklären. Und ja, ich würde nicht so oft im Regen spielen, Kinder. Das ist nämlich gar nicht schön. Regen ist nicht gut. Angeblich verseuchtes Regenwasser, in Anführungsstrichen, so sagen es die Medien. Also lasst es dabei. Lasst die Leute im Glauben, sagt es weiter. Und ja, gut. Alles klar, dann. Hat es mir gefallen, dass ihr zugehört habt. Und ja, ich habe jetzt gar nicht gespielt. Fällt mir gerade auf. Ist ja erstmal egal. Und ja, ich verabschiede mich hier und sage bis zum nächsten Mal. Und abonniert mich, schreibt mir Kommentare, liked mich. Was gibt's noch? Klickt mich wieder weg. Geht danach auf Facebook. Guckt danach, ob da irgendwelche unwichtigen Nachrichten sind. Macht euch frisch, gebt eurer Freundin einen Kuss, schreibt eine SMS, dass ihr sie liebt oder ihn liebt. Oder vielleicht hat euch das Video draufgebracht, Sex zu haben, dann macht das. Schlaft miteinander, denkt an die Wölkchen.
dass er selber keine bekommt. Und ja, dann ciao, ciao. Bis demnächst.